Howdy ho, hier ist wieder Aquifel, heute mit einem Review zu Ma. Ja, Ma, ein 2019 Horrorfilm, obwohl es eigentlich gar nicht so sehr ein Horrorfilm ist, als eher ein Thriller oder ein Psychothriller, inszeniert von Tay Taylor und natürlich mal wieder produziert von Jason Blum. Und ja, Blumhouse, wir wissen es, halten ja die Budgets immer etwas klein, damit die Filme definitiv Profit abwerfen. Und ich sag mal, die Prämisse von Ma ist durchaus interessant und vielversprechend gewesen, gerade weil Octavia Spencer natürlich in der titelgebenden Rolle von Ma, da hat man natürlich eine super Schauspielerin geholt, die natürlich so einen Film dann auch schnell mal tragen kann. Ja, das Ding ist, die Reviews waren ja so eher gemixt, als der Film rauskam, und auch wenn der Trailer durchaus nicht uninteressant aussah, habe ich dann doch bis zum Home-Video-Release gewartet, bis der Film von einem Angebot war, bis ich ihn tatsächlich mal geholt und angeschaut habe. Einfach weil, ja, irgendwie natürlich der Hype verpufft ist, weil der Film ja auch durchaus viel kritisiert wurde. Ja, die Grundprämisse ist relativ simpel. Die junge Maggie, gespielt von Diana Silvers, zieht mit ihrer Mutter, gespielt von Juliette Lewis, ja, zurück in ihre alte Heimatstadt. Und naja, neues Haus und so weiter und so fort. Ne, sie findet auch relativ schnell Anschluss in der Highschool. Und naja, als sie mit ihren neuen Freunden dann feiern möchte, die sind alle 16, 17, die kriegen natürlich noch keinen Alkohol, versuchen verzweifelt, irgendwelche Leute zu überreden, könnt ihr uns Alkohol kaufen. Naja, sprechen dabei auch Sue Ann, gespielt von Octavia Spencer, an, und na, als sie dann erst weigert sie sich, kriegt dann aber mit, wie der eine heißt, und denkt sich, hey, ja, okay, wisst ihr was, ich kenne eure Situation, ich hole euch kurz was zu saufen. Naja, da die Kids dann natürlich Probleme mit der Polizei kriegen, wo, sag ich, merkt man ja auch, mal nicht ganz unschuldig dran ist, bietet sie ihnen, nachdem sie denn auch öfter mal wieder Alkohol gekauft hat, an, passt auf Leute, damit euch der Stress erspart bleibt, feiert doch bei mir. Ist doch vollkommen in Ordnung. Nun gut, ne, und sie legt natürlich ein paar Regeln fest, und ja, über kurz oder lang sind da auf einmal viele Leute aus der Klasse da und feiern bei Ma immer schön im Keller. Ne. Eine der Regeln ist natürlich, oben ist tabu, nur da kriegt Maggie ziemlich schnell auch mit, irgendwas ist da etwas seltsam creepy bei Ma. Ne, neben dem Fakt, dass sie anscheinend eine Mit-End-40erin ist, die mit 16-jährigen Kids Party feiert. Nun gut. Das Ding ist, als Martin auch mitkriegt, dass sich da einige von ihrer Grundtruppe zu entziehen versucht, wird sie etwas verzweifelt und ein bisschen aufdringlich. Naja, so viel grundlegend erstmal zur Geschichte. Da steckt natürlich ein bisschen mehr hinter, und es wird während des Films auch alles erklärt. Da gehe ich aber gleich ein bisschen drauf. Eines der größten Probleme, das Ma gehabt haben dürfte, bei den Fans und Kritikern, die ihn gesehen haben. Ich denke mal, viele haben auch hier tatsächlich einen Horrorfilm erwartet, weil Blumhouse ist nun mal für Horrorfilme vor allem natürlich bekannt, auch wenn die andere Sachen produzieren. Aber auch der Trailer hat eher dafür gesorgt, dass man so dachte, das wird eher Richtung Horrorfilm gehen. Wie gesagt, es ist kein Horrorfilm, es ist ein Psychothriller, und ich glaube hier die Erwartungshaltung, wie dieser Film sich wieder ablaufen wird, ist nicht ganz das, was der Film letztendlich bietet. Und ich glaube, hier ist auch ein bisschen das Problem oder ein Teil der Probleme entstanden. Ich sage schon mal so, versteht mich nicht falsch, Ma ist kein großartiger Film, aber er ist auch nicht so schlecht, wie manche ihn machen. Denn, wie gesagt, es geht hier eher um Psychothriller und vielleicht mit einem Drama-Einschlag sogar noch, weil Ma's Geschichte ist, und das ist eigentlich meiner Ansicht nach auch eine der großen Stärken des Films, schon ein Stück weit traurig. Denn, kann ich hier auch sagen, wird ja auch nicht mal groß ein Geheimnis draus gemacht im Film, dass Sue Ann, die hat früher mit den Eltern ihrer Haupttruppe von Kids da, war mit denen befreundet, hat mit denen auch gefeiert und war auch in den Vater von dem einen verliebt, und das alles endete dann in einem bösen Streich. Sag ich mal so, fiel der Ma natürlich sehr außer Bahn geworfen hat. Wie gesagt, wir haben hier quasi dann neben der Handlung, die jetzt spielt mit den Kids, Ma feiert mit denen, und die merken langsam, irgendwas ist an dieser Frau seltsam. Bis hin zum Showdown natürlich, als Ma dann voll frei dreht.
ne, haben wir auch immer ein bisschen in der Vergangenheit, was hat Sue Ann mit den Eltern erlebt. Und ne, das wirkte am Anfang so auch ein bisschen, ja, ne, die feiert mit denen, ist mit denen befreundet. Und man merkt nach und nach auch, so ganz gehört sie nicht dazu. Und ja, das Traurige an der Geschichte ist halt, oder deswegen, weshalb Ma durchaus eine traurige oder tragische Figur ist, ja, sie wollte eigentlich nur dazugehören und ja, Freunde haben, und es wurde ihr denn ja genommen, sie wurde da so hintergangen. Und ich gehe mal davon aus, ursprünglich ist ihr Plan ja auch gar nicht gewesen, hier einen großen Racheplan umzusetzen. Sie wollte quasi das, was sie damals sich von den Eltern der Kids erhofft hat, wollte sie jetzt mit den Kids haben. Ne, diese Freundschaft, das Dazugehören und so weiter und so fort. Ja, und wie gesagt, ist jetzt natürlich nicht so tiefenpsychologisch interessant, wie das vielleicht einen, ja, etwas weniger vordergründiger Thriller gemacht hätte. Aber, ich sag mal, für so einen Unterhaltungsfilm, Psychothriller-mäßig, ist das vollkommen in Ordnung. Und, ja, ich sag mal, sorgt auch dafür, dass es im Vergleich zu manchen anderen Psychothrillern, die es denn gibt, eine durchaus etwas tragischere und persönlichere Note kriegt. Hm? Fand ich also in der Hinsicht gar nicht schlecht und an sich auch sehr stimmig gemacht. Und ja, allein deshalb würde ich Ma, weil er auch ja natürlich nicht schlecht gedreht ist, auch nie als schlechten Film betiteln. Er ist nicht großartig, aber er ist definitiv auch nicht so schlecht. Nun, aber so gut der Part für so einen Film gelungen ist. Ja, was natürlich beim Psychothriller auch sein muss, es muss natürlich sehr viel Spannung da sein. Es muss natürlich auch vielleicht, gerade wenn man ein bisschen in Richtung Horror erwartet, Grusel da sein. Und da ist der Film natürlich, ja, nicht ganz so ein Hit, fies gesagt. Ich sag mal, den Grusel haben wir eigentlich gar nicht, weil es, wie gesagt, läuft eher wie so ein Drama ab mit ein bisschen Thrill drin. Man versucht, einiges an ja, Szenen einzustreuen, die dann wirklich creepy sein sollen, ne, weil ne, anscheinend lebt Ma nicht alleine, kriegt dann auch ne, bald mit, wer damit lebt. Ja, wie gesagt, es ist halt nicht unbedingt gruselig und ist auch nicht wirklich in dem Sinne spannend, wie man das von einem Psychothriller eigentlich erwartet und sich vielleicht auch erhofft. Gibt natürlich durchaus einige spannende Szenen, auch einige Szenen, die wirklich, ich sag mal, Spannung aufbauen, wo man ne, so ein bisschen das Gefühl hat, das ist jetzt eine angespannte Situation. Aber, ja, wie gesagt, man hat auch, ich habe das Gefühl, Tate Taylor war vordergründig oder auch vielleicht auch das Skript alleine schon, hat er mitgeschrieben, war vordergründig gar nicht an der Spannung nur ja, interessiert, sondern auch ein bisschen an diesem Psychogramm von Ma. Was natürlich, wie gesagt, für so einen Film vollkommen ausreichend ist, für einen wirklichen Klassiker natürlich zu oberflächlich bleibt. Aber ich glaube mal, da haben sich viele auch mit schwer getan, dass der Film halt eben nicht so unendlich spannend ist, nicht so gruselig ist, sondern wirklich eher hier eine tragische Geschichte oder traurige Geschichte erzählt und wie sich das denn jetzt halt auswirkt. Und ja, ich will nicht sagen Etikettenschwindel, aber ich glaube, diese falsche Erwartung, die Leute vielleicht auch an den Film hatten. Und ich bin dann halt aufgrund der eher Reviews, ja, nach dem Motto nicht mit großen Erwartungen rangegangen, gesagt, mal gucken, was das wird. Hab schon mitgekriegt, es ist kein richtiger Horrorfilm sein, sondern eher Richtung Psychothriller gehen. Und na gut, in der Hinsicht, der Film hat mich gut unterhalten, er war aber jetzt nicht wirklich spannend in dem Sinne. Und das ist ein Manko, das muss ich im Psychothriller, selbst wenn er einen Dramaanteil hat, natürlich gefallen lassen, wenn Spannungsszenen ja, zu rar gesät sind und sich eher im dritten Akt ansiedeln, als Ma dann wirklich langsam unhinged wird. Na gut, das Einzige, was vielleicht ein bisschen in Richtung Horror geht, ist ja dieser Creepiness-Faktor von Ma an sich, dass sie da so versessen drauf ist, mit den Kids was zu unternehmen und dann halt auch, als die merken, ja, das ist schon ein bisschen seltsam, irgendwas Komisches geht davor, dass sie da wirklich penetrant wird und dann auch anfängt rumzulügen und auch während der ganzen Zeit ihren Job so nach und nach mehr vernachlässigt. Es hat einen gewissen Creepiness-Faktor, aber nicht so, dass man wirklich Gänsehaut kriegt oder da ja wirklich sich auf den Fingernägeln kaut, wie das jetzt spannend weitergehen könnte. Und wie gesagt, den Vorwurf muss ich der Film gefallen lassen, auch wenn er das andere für so einen Film halt an sich ganz gut macht. Und man muss natürlich dann auch sagen, wie geht er, ich habe ja schon gesagt, im dritten Akt steigert sich das Ganze ein bisschen. Ja, Ma will denn da ihre Fantasie zwanghaft ausleben.
Gibt dann halt auch ein, zwei Szenen, die ein bisschen, ne, fieser sind, haben dann auch ein bisschen mehr Spannung. Aber auch, wie gesagt, nicht nur, dass der Film an sich ein bisschen zu sehr sich auf den Drama-Part fokussiert und die Geschichte einfach erzählt, anstatt es immer spannend zu machen. Auch der Showdown. Ich sag mal, eine Szene, ja, die ist schon ein bisschen fieser. Auch unten des im Keller dann, was da passiert, als ihre Truppe da, sag ich mal, sich zusammen rödelt und, ne, ich sag mal, auf Prom Queen macht. Ne, und sich dann da in ihrer, ja, absoluten Wahnvorstellung, ne, als absolut populär und Teil der Gruppe sieht. Also wie gesagt, sind ein paar fiese Sachen. Es hat einen gewissen Creepiness-Faktor, aber auch hier muss man auch sagen, auch für einen Showdown ist das, ich will nicht sagen zu zahm, aber zu, blöd gesagt, ein bisschen zu zahnlos. Und ja, deswegen, so gut es an sich als Drama funktioniert, weil ich fand, wie gesagt, Mars tragischen Background durchaus interessant. Gut, heißt nicht, dass Leuten, denen sowas passiert, dass sie zwangsläufig solche Psychos werden. Würde ich jetzt einfach an der Stelle gar nicht so unendlich kritisch sehen, dass der Film denn das suggeriert. Aber ja, dieser Thriller-Part ist auch selbst am Ende, als es ein bisschen anzieht, ja, immer noch zu zahnlos, zu kann ich mir gut angucken, aber bleibt nicht wirklich im Gedächtnis oder bleibt nicht wirklich stecken. Und das ist natürlich dann auch sehr, sehr ärgerlich. Zumal Octavia Spencer hier wirklich den Film trägt. Ich meine, so viele bekannte Gesichter haben wir nicht. Mit am bekanntesten ist eigentlich, dürfen ja eigentlich Luke Evans, ja, Luke Evans, Missy Pyle, Octavia Spencer und Juliette Lewis sein. Und Missy Pyle, Luke Evans und Juliette Lewis spielen eher Nebenrollen. Die Kids machen ihre Sache auch ganz solide, aber getragen wird das Ganze natürlich von Octavia Spencer. Ich denke, man hätte man hier vom Skript her noch einige Szenen mehr eingebaut, die wirklich ihr Schauspiel, sag ich mal, würdigen und auch dafür sorgen, dass halt nicht nur sie dafür Atmosphäre sorgen mit ihrer Art, sondern dass die Set-Pieces dann noch ein bisschen besser laufen und auch, dass der Showdown dann halt noch ein bisschen nervenzerfetzender wird. Ich glaube, dann hätten viele sich auch noch besser mit Ma abfinden können als Film. Aber gut, wie gesagt, Octavia Spencer spielt großartig und der Rest des Films ist, und das ist ja hier schon mal immer einen großen Vorteil, den man dem Film sagen muss, er ist definitiv unterhaltsam, er wird nicht langweilig, er lässt halt nur viel Potenzial auch durchaus liegen. Aber gut, das Schlimmste, was man dem Film vorwerfen kann, ist, dass er halt absolut mittelprächtig ist und ja, keine Stärken und Schwächen hat, sondern überall auf der Mittelebene, ja, flattert. Und auch wenn mal als Psychothriller zu etwas zu wenig Thrill und etwas zu wenig Spannung bietet, um nur gut zu sein. Durch der Drama-Part, wie gesagt, holt das dann im Schnitt wieder ein bisschen raus. Und ich verstehe nicht, weshalb der Film dann immer so schlecht gemacht wird. Aber gut. Unterm Strich oder abschließend muss ich halt sagen, wie gesagt, Ma ist kein Klassiker. Und wer hier wirklich einen super spannenden Film erwartet oder wirklich ein tiefgehendes Psychogramm, der wird natürlich enttäuscht sein, aber sind wir ganz ehrlich, der Film ist unterhaltsam, er ist kurzweilig und ja, ich sag mal so, wenn man sich ein bisschen darauf einlässt, dass der Film eher die Figur Ma ein bisschen erkunden möchte, so ein bisschen an der Oberfläche, das macht der Film nicht schlecht. Ne? Also es ist irgendwo schon traurig, Ma ist halt eine Antagonistin, aber eine, mit der man irgendwo auch ein bisschen mitfühlt und das schafft Octavia Spencer halt gut. Und ja, deswegen, der Film ist nicht das, was er hätte sein können, vielleicht auch nicht das, was sich viele erwartet haben oder das, was vielleicht die Trailer auch versprochen haben. Aber schlecht ist er definitiv nicht, ist kein Klassiker, klar, aber naja, wie gesagt, man kann ihn sich gut angucken und ich würde auch jedem sagen, riskiert ruhig den Blick, wenn er den Film mal günstig ne, in den Finger kriegt, weil da gab es 2019 wesentlich schlechtere Filme, die ne, insgesamt dann doch mehr positives Aufsehen erregt haben in einigen Kreisen und ganz im Ernst, deswegen ist es kein Film, den man lange im Gedächtnis behalten wird, aber er ist so ein unterhaltsamer 100 Minuten. Das muss man ganz klar sagen. Ja, ich bin an der Stelle dann auch durch. Ich würde mich natürlich freuen, wenn euch das Review gefallen hat, wenn ihr es dann auch liked und teilt, meinen Kanal abonniert und ja, wie immer, das nächste Mal wieder mit dabei seid. Also, bis denn dann.